Ja, genau. In diesem Sinne, herzlich willkommen bei Pokal oder Spital. Ich übergebe das Redezepter an Hannes. Gekaufte Redakteure, unerfahrene Tester. Und jetzt sprechen sie auch noch. Der MTB-News-Podcast mit Markus, Hannes und Wow, das war mal eine frühe Einspielung von unserem Jingle und damit herzlich willkommen zur 16. Episode vom Mountainbike-Podcast Pokal oder Spital mit freundlichem Intro von Moritz und den begrüße ich jetzt auch und Moritz ist noch in Wiesbaden. Bin ich korrekt damit? Du bist korrekt damit, ja. Guten Morgen von mir aus Wiesbaden. Und Markus ist weiterhin im schönen Brandenburg bei gutem Wetter, hoffe ich. Ja, so sieht es nämlich aus. Und ihr habt ja alle schlechtes Wetter, habe ich gehört. Nein, Aber hier gestern, ist es nee, wunderbar, Quatsch. Was? wolkenfrei Das glaube ich euch und nicht. Sonne. Doch. Ich habe gestern, nein, heute früh war es, habe ich in der ZDF-Heute-App eine Wettergrafik gesehen mit dem Temperaturverlauf gestern. Und das war so ein krasser Unterschied zwischen Ost- und Westdeutschland. Wir hatten 22 Grad. Und irgendwie drüben Richtung ja, Rhein waren es wohl nur 1 Grad. Und das ist schon irgendwie ziemlich hart. Und ich dachte, heute ist es bei euch genauso. Also heute sind es immerhin, glaube ich, 11 Grad. Oh, das ist ja doch deutlich mehr als gestern. Aber gestern war nicht schön. Gestern waren tatsächlich 5 Grad und Regen und extrem viel Sturm. Und wir hatten gestern den ganzen Tag Sonne, so wie heute. Krass. Ja, heute ist schön hier. Ja, wir haben heute den 31. Oktober. Es ist Halloween. Und damit wir uns richtig schön, weil wir uns so sehr gruseln, nehmen wir den Podcast schon heute Morgen um 9 Uhr auf. Und weil wir heute einfach zu viel Angst haben heute Abend, glaube ich. Also ich habe wirklich viel Angst schon. Ich werde mich heute Abend mit Süßigkeiten vollstopfen. Die Ich dachte mit Kürbissen. behalte ich alle für mich, wenn die Kinder kommen. Die werden voll geschnauzt und das Zeug ist meins. Ja. Nee, geht ihr heute Abend rum? Verkleidet ihr euch? Ach nee, ihr habt ja. Nee, doch, Hannes, du hast Kinder, ne? Du gehst bestimmt mit rum. Na, wir Oder gehen macht ihr eher, das nicht? wenn bei Halloween jetzt eher nicht. Nee. Oh, das Nee. ist hier so ein ganz großes Ding irgendwie bei den Kids in der Nachbarschaft. Also St. Martin ist halt Ach so, ne? Das gibt es so hier zum Beispiel der überhaupt gar nicht. Klassiker. Krass. Na, so Ja, ist also das. da wird dann hier rumgelaufen Naja. dann. Ja. Aber Halloween eher nicht, nee. Na, ihr seid ja auch so eine christlich geprägte Region dort. Na, hier geht's, glaube ich, so zum Mittel. Aber Irgendwas. stimmt ja bei euch gar nicht. Ja. So, wir kommen zu den Biersorten. Heute Morgen frisch um 9. Was habt ihr denn alle so im Glas? Oder in der Flasche? Ich habe mich jetzt einfach vorgedrängelt. Ich habe ein Glas chilliges Wasser aus dem Hahn. Ich knall mir heute kein Bier rein. Das geht nicht. Zu früh. Ja. Also, bei mir gab es gestern Abend, habe ich schön vorgetrunken, ein Sierra Pale Ale, damit ich heute etwas zum Thema Bier sagen kann. Es steht aber aktuell tatsächlich weiterhin mein Kaffee vor mir und ja, der ist jetzt auch schon fast kalt. Und bei euch, also genau, Kranwasser, Moritz, bei dir? Ja, ich habe auch einen Kaffee vor mir stehen. Ich habe mich auch entschieden, nicht mehr über Bier zu reden, ohne dass der Einspieler gespielt wird. Nee, aber 9 Uhr morgens ist mir auch ein bisschen zu früh für ein Bier. Ich habe am Wochenende diverse Kona-Biere vorgetrunken, wurde auch eben schon gerüffelt, dass ich davon ja schon mal eins getrunken habe. Und deswegen suche ich mir gleich irgendein anderes aus und sage dann, wie es war. Auch sehr gut. Wir haben, genau, damit nicht so viele unangenehme Pausen immer dazwischen entstehen, machen wir direkt mal weiter. Markus, wir haben Feedback. Was gibt es im Thema Feedback heute? Zum Thema Feedback, unangenehme Pausen. Ist gar kein Problem. Mit dem richtigen Podcast-Client kann man diese Pausen einfach automatisch entfernen lassen und spart dabei noch Lebenszeit. Müsst ihr mal gucken in euren Podcast-Clients. Gibt es eine Option, Smart Trim oder irgendwie so heißt das. Und damit fallen alle Sprechpausen weg. Aber das machst du doch für uns. Genau. So, zum Thema Das Feedback. heißt, wir müssen uns jetzt gar keine Mühe mehr geben, Nee, sondern können du einfach hier sowieso. Ach so so, rumsitzen. ja, Alles easy. easy und Ja. entspannt. Wir hatten Feedback einmal von Sin Sports oder Zine Sports oder Sein Sports. Ich weiß nicht so richtig, wie man es ausspricht. Das ist eine deutsche Firma. Die haben uns geschrieben und meinten, sie sind große Fans, was ich sehr cool finde.
Und die haben uns drei AirTop-Caps geschickt. Das ist eine von den Produkten, die die herstellen. Und da sind Sachen, die schraubt man auf das Ventil der Luftgabel, was ja irgendwie nach oben raus guckt. Also den Deckel ab, die Top-Cap drauf. Und was macht das Ding? Nichts weiter als ein Halter für einen Kronkorken zu sein. Und die haben uns drei reingepackt. Zwei davon sollte ich euch schicken, habe ich noch nicht gemacht. Die liegen immer noch hier rum. Die gehen aber jetzt heute oder morgen in die Post. Ich habe meinen schon montiert und ziemlich lustige montiert. Sache. Montiert. Eine ziemlich lustige Sache. Danke dafür. Danke auch von mir. Vielleicht gefällt es dir ja gar nicht. Ja, zweites Feedback, was noch kam, war schon bei der vorletzten Folge. Da fragte jemand, ich glaube User Enduro war es, nach einem Update zu meinem Anfang des Jahres mal angekündigten Projekt mit den Kartenkacheln, die ich ja irgendwie sammle und abfahre und daraus ein möglichst großes Quadrat bilden möchte. Und bis zu diesem Zeitpunkt, als dieser Post mit der Nachfrage kam, hatte ich exakt genau keinen Zuwachs gehabt seit Anfang des Jahres und das hat mich so dermaßen motiviert, dass ich mal ein paar Touren gefahren bin und bin jetzt von diesen damals bestehenden 21x21 Kacheln Quadrat auf 27x27, also da ist jetzt doch noch was dazu gekommen. Nicht schlecht. Ja, ich hatte ja als Ziel ausgerufen, glaube ich, 30x30, das wird sehr schwer bis zum Jahresende, aber ich will es natürlich versuchen. Mit dem Winterpokal jetzt hat man ja noch eine zweite Motivation ich gucke mal, ob ich das hinkriege. Das Problem ist, dass die Touren, die ich fahren muss, um dieses Quadrat zu vergrößern, dass die mittlerweile so weit weg sind von zu Hause, dass ich da teilweise mit einem Auto eine Anfahrt von einer Stunde habe. Und das überlege ich mir dann zweimal irgendwie, ob ich dafür eine Tour zwei Stunden im Auto setze. Mal gucken. Ja, das war eigentlich alles, was ich zusammengesucht hatte an Feedback. Und ja, vielleicht legen wir einfach los mit den Themen. Beziehungsweise genau. Mit einem Inhaltsverzeichnis. Das ist ja immer ganz gut, wenn man vorher weiß, um was es geht. Ja. Also, wir haben heute ein paar Themen wieder für euch, die ihr natürlich skippen könnt, wenn sie euch nicht interessieren, oder ihr hört einfach genau durch. Wir würden etwas über Aaron Gwynn sprechen, denn Aaron Gwynn hat interessante Neuigkeiten zu verkünden gewollt gestern. Dann ist am vergangenen Wochenende die Rampage zu Ende gegangen, die Red Bull Rampage, da werden wir uns drüber unterhalten. Der Winterpokal ist auch gestartet vor wenigen Tagen. Da haben wir ein paar Anekdoten dazu, erklären ein bisschen, was der Winterpokal überhaupt ist. Und wenn wir dann noch Zeit haben und über unsere Neuerwerbung gequatscht haben, haben wir vielleicht sogar noch ein kleines Fotothema für euch und natürlich unsere Empfehlungen. Und mit diesem letzten Satz versuche ich überzuleiten zu Gwynn und damit zu Moritz, der unser definitiver World Cup Experte ist. Und Moritz, wie sieht's denn aus? Was hatte Gwynn zu verkünden? Ja, willkommen bei den MTB News Klatsch und Tratsch Geschichten aus der Downhill World Cup Welt. Gestern eine interessante Sache. Aaron Gwynn, der schnelle Amerikaner, der jetzt in den letzten drei Jahren für YT gefahren ist, hat mehr oder weniger indirekt auf Instagram bekannt gegeben, dass er nächstes Jahr nicht mehr für die Firma aus Forchheim fährt. Es kam so ein bisschen überraschend, weil sowas normalerweise nicht über solche Kanäle bekannt gegeben wird und sich da die Fahrer auch nicht so nicht so freizügig äußern. Aber der Herr Gwynn, der hat tatsächlich auf einen Kommentar geantwortet und geschrieben, der YT-Mob wird nächstes Jahr zwar noch weiter bestehen, aber nicht mit ihm. Und er ist auf der Suche nach einem anderen Team, nach einem anderen Rennprogramm und freut sich da auch sehr drauf, aber ist auch ein bisschen traurig, dass es jetzt nicht weitergeht und wird das Team verlassen. Und hat jetzt mal nebenbei so eines der heißesten Gerüchte, die derzeit die Runde gemacht haben, hat er einfach mal selbst bestätigt, zu einem Zeitpunkt, der ziemlich überraschend kam.
hat er denn gesagt, also oder anders, ich nehme mal an, er wird weiter Downhill fahren und auch im World Cup fahren. Hat er denn gesagt, wo es hingeht oder ist das? Nee, gar nichts. Er hat, also ja, man kann schon davon ausgehen, dass er weiterhin Downhill und weiterhin World Cup fährt. Aber wohin er geht, hat er nicht gesagt. Es gab auch schon jetzt während der Saison so ein paar Gerüchte, dass das mit YT auseinandergehen könnte oder dass der Gwyn auf der Suche nach einem neuen Team ist, wie auch immer. Und da waren auch ein paar Sponsoren im Gespräch. Das hat sich aber, soweit ich weiß, alles zerschlagen. Und mich würde es eigentlich überraschen, wenn er jetzt nichts in der Hinterhand hat, beziehungsweise wenn es nicht schon alles feststeht. Aber ich habe mich mal ein bisschen umgehört und tatsächlich scheint es wohl nicht so leicht zu sein, dass er sich da was zusammenstellt, was genau seinen Vorstellungen entspricht. Da wird auch ein bisschen Geld verlangen so, und da muss man erstmal Firmen finden, die bereit sind, das zu zahlen, was so einer der schnellsten und populärsten Fahrer der Welt aufruft. Er wird dann wahrscheinlich auch einer der teuersten Fahrer sein, nehme ich mal an. Ja, davon ist auszugehen. Also die genauen Zahlen kennt man da ja nicht. Wobei Gwyn schon auf sich aufmerksam gemacht hat, als er vor ein paar Jahren auch so die Diskussion losgetreten hat, dass World Cup-Fahrer mehr Geld verdienen sollten und dass er damit insgesamt transparenter umgehen will. Das war, glaube ich, gerade als er den Mob gegründet hat, beziehungsweise, naja, gegründet hat er ihn nicht, aber ins Leben gerufen, zusammen mit Martin Whiteley. Also das Rennprogramm, was sie jetzt in den letzten 3 Jahren gemeinsam mit Whitey gemacht haben. Ich kann mich noch erinnern, dass er da ja so ein paar Interviews gegeben hat und gesagt hat, Downhill-Fahrer sollten so und so viel Geld verdienen und er will das jetzt mal alles voranbringen, dass es insgesamt den Fahrern finanziell besser geht. Ja, kann man einfach mal so im Raum stehen lassen. Er ist jedenfalls nicht ganz günstig, also die Zahlen, die da so kursieren, das ist schon eine Ansage. Keine Ahnung, ob das jetzt genau stimmt. Also da ist die Leute, die das sagen, da ist sicherlich auch viel Hörensagen. Und ich habe gehört, dass einer gehört hat, dass die Cousine vom Friseur mal mit dem Gärtner von Gwyns Manager geredet hat und das und das erfahren hat. Aber die Zahlen gehen schon alle in eine ziemlich ähnliche Richtung. Und anscheinend ist es wohl auch so, dass da viele Firmen, auch große Firmen, gesagt haben, ja, wäre cool, aber ist einfach ein bisschen zu teuer. So viele Räder müssen wir erstmal verkaufen, ne, dass sich das lohnt. Genau. Ja. Ja. Ja, und er hat ja jetzt die letzte Saison jetzt nicht unbedingt dominiert. Also er war jetzt, da war natürlich schnell, aber World Cup und WM haben halt andere gewonnen, ne? Ja, na, er hat ja mit seinem Daumen da so zu tun. War aber auch verletzt. Ja. Stimmt. Ja. Aber ja, er hat nicht dominiert, also er ist jetzt nicht in der Position, wo er sagt, ja, hier, ich habe letztes Jahr alles gewonnen, gebt mir, was ich verlange und noch 10% mehr. und andererseits ist es aber, also bei ihm habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass er der FC Bayern des Downhill World Cups ist. Das heißt, wenn er irgendwie, wenn nichts schief geht und wenn er einen ganz normalen Tag hat, ist er der schnellste Fahrer. Und wenn aber was schief geht, nämlich dass er irgendeinen Defekt hat oder irgendwie ausnahmsweise mal einen Lauf verpatzt oder eben gesundheitlich angeschlagen ist, dann steht die Tür für die anderen Fahrer natürlich sperrangelweit offen. Und das kann sich so eine Saison wie letztes Jahr entwickeln. Aber im Normalfall ist er für mich immer noch der Fahrer, der eigentlich den es zu schlagen gilt. Ja. Ja, und jetzt darf fleißig spekuliert werden, wo Gwyn hinwechselt. Um schon mal mit einem Gerücht aufzuräumen, der wird nicht zur Alutech gehen. Die haben sich gestern direkt bei uns auf der Facebook-Seite gemeldet, haben gesagt, ihr Team ist leider voll. Also da ist kein Platz für ihn. Aber ansonsten, ja, scheint derzeit alles möglich. Ich weiß nicht, habt ihr eine Ahnung oder habt ihr eine Vermutung, wo er vielleicht hingehen könnte? Also einen Vorschlag, vielleicht hört er ja auch zu. Ein Powered bei MTB News schließe ich an der Stelle auch mal aus. Ich glaube, das können wir uns nicht leisten, einen Namenssponsor irgendwie dahinter zu klemmen, hinter Aaron Gwyn, damit er wenigstens fahren kann. ja, boah, wo ist denn, andere Frage, wo ist denn noch was frei?
Oder wo könnte denn was frei? Ich meine, das ist ja noch alles offen. Also wir haben ja jetzt noch ganz wenige Gerüchte für nächste Saison gehört, irgendwie welche Teams sich irgendwie neu formieren. Man weiß zwar so ungefähr, okay, bei welchen Teams es realistisch ist, dass es so bleibt wie bisher. Aber ansonsten ist ja einfach noch nicht, es ist ja kein Slot offen an sich jetzt irgendwo. Also ist denn jetzt nicht normalerweise die Zeit, in der solche Sachen bekannt gegeben werden? Oder habe ich das irgendwie falsche Erinnerung? Oder geht das noch, zieht sich das? Bekannt gegeben wird jetzt noch nichts. Das zieht sich eigentlich immer noch so bis Ende des Jahres, weil normalerweise die Sponsorenverträge noch bis zum 31.12. laufen und dann ab Januar werden die ganzen großen Sachen offiziell bekannt gegeben. Aber es sickert natürlich vorher schon so ein bisschen was durch. Und ja, teilweise sind es dann irgendwelche Fehlinformationen, teilweise ist dann aber auch so ein Fünkchen Wahrheit dran. Und wenn man so ein bisschen die, gerade die Social-Media-Profile der Fahrer verfolgt, dann kann man da manchmal schon eins in eins zusammenzählen. Was jetzt zum Beispiel auffällig ist, wenn man sich mal die Instagram-Seite von G. Atherton anschaut, dann fällt auf, dass da seit einigen Wochen Trek, also der Hauptsponsor vom Team, in keinster Weise mehr erwähnt wird. Gestern hat er irgendwie einen Trikotsatz mit, also oder ein komplettes Outfit mit Trikot, Brille, was weiß ich, hier Pipapo verlost. Im Bikemarkt verkauft. Und hatte sogar extra das Trikot so zusammengefaltet, dass man den Schriftzug von Trek nicht lesen konnte. So nirgendwo getaggt. Also da ist es schon relativ auffällig. Ich glaube, das Kapitel ist ziemlich sicher abgeschlossen. Also ich weiß nicht, ob das jetzt nur den G betrifft oder auch Rachel. Aber da würde ich Stand jetzt einfach mal von ausgehen, dass die Athertons gerade auf der Suche nach einem neuen Team sind. Sind die nicht sowieso immer, was auch bedeuten würde, treten die nicht sowieso immer in der Gruppe auf? Oder weiß ich gar nicht. Ja, bis die waren doch schon, also G und Rachel waren doch immer, die waren doch auch schon bei GT gemeinsam und genau, die waren jetzt bei Trek gemeinsam, bei GT gemeinsam, davor bei Commercial gemeinsam. Also die sind eigentlich schon immer als Familienteam aufgetreten. Früher war ja auch noch Dan Atherton im Downhill World Cup dabei. Ja, und da wird sich ziemlich sicher was tun. Was auch bedeuten würde, dass bei Trek einige Plätze frei werden dürften. Und das wäre ja eigentlich so die logische Schlussfolgerung, dass jetzt Aaron Gwynn zu Trek geht. Weil amerikanische Firma, amerikanischer Fahrer, Trek hat viel Geld, wahrscheinlich das Budget, um sich so einen Fahrer zu leisten. Die haben einen 29er, den sie gerne vermarkten möchten. Also würde eigentlich perfekt zusammenpassen. Außer, dass das neue Trek-Team eigentlich schon ziemlich feststeht und da zwar ein Amerikaner mitfahren wird, aber nicht Aaron Gwynn. Ja. Von daher dürfte die Suche für ihn weitergehen. Scott war mal im Gespräch. Ich weiß aber nicht genau, was daraus geworden ist. Das war so ein Gerücht, was letztes Jahr ziemlich die Runde gemacht hat. Aber es hat sich scheinbar auch zerschlagen. Auch wegen den lieben Finanzen. Und da war es jetzt ganz auffällig, dass Claudio Calori letzte Woche über Facebook einen Käufer für den Teambus inklusive komplett Pit-Setup gesucht hat. Und entweder wird sich jetzt das Scott Velo Solutions Team einen schönen neuen Bus kaufen oder das Scott Velo Solutions Team wird nicht mehr weiter existieren. Also eine der beiden Optionen ist, glaube ich, realistisch mit Tendenz zur letzteren Variante. Das heißt, da werden auch entweder Plätze frei, wenn Scott es selbst in die Hand nehmen will, oder es werden Fahrer frei, wenn es das Team einfach nicht weiter gibt. Da fährt ja zum Beispiel auch ein gewisser Brandon Fairclough für. Also das sind jetzt gerade so ein paar Dominosteine und je nachdem, in welche Richtung die fallen, tut sich da mehr oder weniger. Aber der Bus ist ganz schön. Also der ist super. Eine Million Kilometer jetzt weg. Fast neu. Aber der Motor ist fast neu mit 300.000. Haben wir da irgendwie einen Link oder sowas zu, was wir in die Shownotes packen können? Ja, klar. Und wie viel kostet das Ding? Ich glaube 39.000 oder sowas. Ja, inklusive Zelt und Dusche und allem Pipapo. Also, und wer jetzt. Eine Million Kilometer. Ja. Geil.
Ja, ich bin mit dem Bus auch schon mal von Fort William nach Leogang gefahren. Ich erinnere War mich, ja. eine ziemlich lustige Reise, vor allem weil wir uns nach ungefähr einer Stunde in Schottland im Linksverkehr der Seitenspiegel abgefahren wurde. Und es war super bequem. Also du hast ist sozusagen ein Doppeldeckerbus, unten ist ein kompletter Stauraum und dann hast du oben ein paar Betten und hast eine Küche und ein paar bequeme Sessel und so. Also war ein sehr angenehmes Reisen. Wer auf der Suche nach einem neuen Bus ist, der sollte sich dieses Angebot dringend mal anschauen. Wäre vielleicht was für MTB News für unsere nächsten Test-Sessions im Süden. Könnten wir unser eigenes Zelt halt aufbauen direkt. Können direkt dann schlafen. Ja, genau. Ja, so ein, ich glaube, das ist so ein ehemaliger Tourbus von irgendeiner Band. Also du hast da wirklich so Schlafkajüten drin, 4 oder 6 Stück. Kannst dich ganz normal schlafen legen, kannst drin rumlaufen, kannst dir was zu essen machen und so. Also ja, schon sehr bequem. Norco verkauft übrigens auch gerade das komplette Team-Setup. Also kann sein, dass ich da auch, vielleicht kaufen die ja den Scott-Bus. Oder das Team wird auch aufgelöst. Also vielleicht einfach mal so ja, mobile.de checken und nachschauen, welche Teambusse gerade so verkauft werden. Ich guck mal, ich suche mal nach Teambus direkt. Geil. Vielleicht Ja, verkauft also von daher, ACDC wenn ja auch mal den Flieger von denen, die Boeing. an einem Obwohl die ist gewissen ja. Aaron G. Punkt. Aaron G. Punkt. Ja, Und man kann gut. nicht nach Volltext suchen. Das ist ja bescheuert bei mobile.de. Ach, okay. Anderes Thema. Ja, also jedenfalls Ja. Aaron Gwynn nächstes Jahr nicht mehr auf YT unterwegs. Was aber, glaube ich, auch für alle Beteiligten, ehrlich gesagt, nicht ganz unsinnig ist, weil ja, YT hat im Prinzip das bekommen, was sie wollten, nämlich 3 Jahre lang den schnellsten Fahrer der Welt, der gezeigt hat, dass man auf einem ziemlich serienmäßigen Bike, was man direkt bei YT zu einem absoluten Knallerpreis bekommt, dass man damit mal eben einen Downhill World Cup gewinnen kann. Und ja, für Aaron Gwynn ist es ja auch nicht ganz schlecht gelaufen und vielleicht ist es ja jetzt auch einfach so der Lauf der Zeit, dass das auseinandergeht. 3 Jahre waren jetzt ein guter Zeitraum und jetzt ist es Zeit für was Neues. Und ja, YT wird sich auch sicherlich über das Budget freuen, was jetzt durch das Ende des Sponsorings frei wird. Also von daher muss man jetzt einfach mal in den nächsten Wochen schauen, wie sich das entwickelt. Bleibt auf jeden Fall spannend. Und wer weiß, was da demnächst von YT kommt. Ich weiß nichts Genaueres, aber wenn man das, ich glaube, es war das Facebook-Profil vom YT-Geschäftsführer Markus Flossmann mal verfolgt. Der war kürzlich auch in den USA und es sah alles nach YT und Kameradreh und allem möglichen Pipapo aus und irgendwelchen neuen Sachen. Also ich könnte mir vorstellen, dass die da wieder irgendeinen Knaller irgendwie im Angebot haben, der im nächsten Jahr oder irgendwann dann mal rauskommt, was Räder Endlich angeht. mal ein Cross-Country-Bike. Why not? Ja. Also, wobei Yolanda Neff ist jetzt zum Beispiel, ja, die ist ja jetzt zum Beispiel auch bei Trek, die wäre nicht verfügbar für ein eventuelles Team. Zu Yolanda Neff, auch sehenswert, ganz witzig, auf ihrem aktuellen, oder ich glaube, es ist der aktuelle Post auf Instagram. Da sagt sie nochmal genau: Hello, ich bin jetzt hier im Trek Factory Racing Team. Im Cross Country und dass sie auch Rennrad fahren wird, so ein bisschen und so. Und das sagt sie nicht nur auf Englisch, sondern auch auf Französisch, auf Holländisch, auf Deutsch und auf Schweizerdeutsch. Und das klingt alles ziemlich in Ordnung, ehrlich gesagt, wie sie das so formuliert. Und beim Schweizerdeutschen merkt man ihr aber auch an, dass sie jetzt auch keine Lust mehr hat. Und das sagt sie dann auch irgendwie so nach dem Motto: Ja, so, falls es irgendjemand wirklich noch nicht verstanden hat mit diesen Sprachen, sage ich es jetzt auch nochmal auf Schweizerdeutsch. Dann können wir auch mal Und verlinken. das verlinken wir auf jeden Fall. Das ist sehr witzig und eine sehr sympathische Fahrerin. Und da bin ich sehr gespannt, was sie an der Seite von Emily Betty machen wird. Denn die hat ja dieses Jahr auch ganz schön Gas gegeben. Also ich glaube, das wird ein verdammt schnelles Team Ja, nächstes Jahr. ja. Okay, kommen wir von schnellen Fahrern zu waghalsigen Fahrern. Am letzten Ui. Wochenende stand die, ja, das war mal eine Überleitung, ne? Rampage. Oh, da hat auch Genau, jemand kommen wir Unreal zu. Tournament gespielt früher.
Ja. Monster Kill. Monster Kill. Herrlich. Hast du schön. Genau. Kommen wir zu Red Bull Rampage und fangen Rampage mit der wichtigsten Diskussion an, nämlich der Bewertung für Brandon Fairclough, die sich als Combo Breaker herausgestellt hat. Ja. Hannes, erzähl, was ist da passiert? Ja, ich hatte eigentlich, das wäre auch ein super bei Scott Velo Solutions habe ich schon gedacht, das wäre eine perfekte Überleitung gewesen, aber es passt auch so, genau. Brandock got robbed war, glaube ich, eines der meist getrendeten Hashtags nach oder während der Rampage nach seinem Run. Denn Brandon Fairclough ist nach seinem Run, ich glaube, eine 67er Punktzahl bekommen. Für alle, die es nicht genau wissen, es gibt, das Ganze setzt sich aus 4 Bewertungskriterien zusammen und man kann maximal 100 Punkte bekommen und da sind 67, ich sag mal, eher im unspektakulären, niedrigen Bereich. Wenn man nicht stürzt, dann ist das schon eine sehr, sehr, ja, wie will man sagen, eine konservative Bewertung. Und das hat den meisten Leuten oder vielen Leuten hat das nicht so wirklich geschmeckt, wie Brandock bewertet wurde, denn tatsächlich, um es aus meiner Perspektive mal zu sagen, hat Brandock eine der, also wenn nicht die freeridigste Rampage-Line gebaut und hat sie befahren, die jemals befahren wurde. Also eine der kreativsten Lines, die es bisher gab, hat das Gelände ganz anders genutzt als alle anderen, hat sich nicht mit anderen zusammengetan, sondern hat sich über hat sich wieder, das ist ja so ein bisschen sein Signature-Move mittlerweile, wieder ein großes, komplett irres Canyon-Gap gebaut, bei dem man definitiv nicht zu kurz springen sollte, denn es ging, keine Ahnung, 30 Meter runter oder so, und hat dann einen riesengroßen Felsen genutzt und ist da drauf gefahren in seinem Run und hinten sehr, sehr sketchy, seltsam wieder runtergesprungen. Und das war, also dieser ganze Run, der hatte fahrerisch einfach extrem viele Highlights. Zum Schluss gab es noch eine sogenannte Chute, also so eine Rutsche durch den Felshang, die super steil und sehr eng war. Technische Höchstschwierigkeit, da durchzufahren. Das Einzige, was er nicht gemacht hat, bis auf einen sehr hohen Backflip, ist halt kein Trickser. Also ist jetzt kein ultimativer krasser 360-Dreher oder sonst irgendwas, aber abgesehen davon war es halt ein unglaublich cooler Run, nachzulesen, auch definitiv in unseren Shownotes oder auf MTB News, da haben wir einen Artikel drüber gemacht. Ja, vor allem muss man sich das Helmkamera-Video von ihm anschauen, ja, um zu sehen, genau, wie krass das eigentlich ist. Unfassbar. Also ja. Die anderen, man muss dazu sagen, Brandon Samrock, der ist nicht ganz so gut gewesen wie sonst dieses Mal, aber Brad Reeder hat nicht zu Unrecht gewonnen, definitiv nicht. Der hat einen unglaublich krassen Flat-Drop-Backflip gemacht von einem Drop, mit flachem Absprung, Backflip-Drop. Also ein extrem technischer, krasser Run, aber ist halt ich würde fast sagen, es ist so ein bisschen New School Rampage, also sehr flache, breite Landungen, sehr definierte Absprünge so, dass es halt wirklich perfekt zum Tricksen ist und das spricht eigentlich, es war ziemlich geil, aber es ist halt nicht so der Rampage-Gedanke, den die meisten, glaube ich, haben. Also dieser Big Mountain, wobei, wir suchen uns eine Linie runter. Das ja schon seit, also bin ich im Prinzip ganz bei dir. Ich finde auch, dass Brad Reeder verdient gewonnen hat. Da wurde ja auch gar nicht großartig drüber debattiert. Da waren sich alle einig. Ja, der hat den Sieg verdient mit einer Wertung von 89,66 Punkten. Und wie du es eben ausgedrückt hast, dass das so eine ziemlich newschoolige Rampage war oder ein newschooliger Lauf, bin ich auch ganz bei dir. Aber diese Debatte, dass dass das nicht so mit der Rampage von früher zu tun hat, die gibt's ja jetzt nicht erst seit diesem Jahr, sondern wenn ich mich an die Siegesläufe von den vergangenen Jahren erinnere, egal ob Kyle Strait oder Kurt Sorgi oder Andreo Lacondigi, das waren alles Läufe, die technisch natürlich auch sehr, sehr anspruchsvoll waren. Also jeder, der irgendwie in diesem Gelände von oben nach unten kommt, der ist ein extrem guter Mountainbiker, muss man gar nicht in Frage stellen. Auch wenn man da die leichteste Linie runternimmt, dann ist es immer noch
verdammt schwierig, darunter zu kommen. Muss man denken an Claudio Calori fragen. Genau, ja. Und der ist ja keinen der Drops gesprungen oder so. Ja, der dazu übrigens auch noch Höhenangst hat. Und der auch im Nachhinein meinte, das war das Schlimmste, was er jemals machen musste, von da oben ganz runter zu fahren. Aber dieses... Also ich glaube, mittlerweile kann man als Fahrer schon einigermaßen einschätzen, was die Juroren sehen wollen und was vielleicht nicht so gut ankommt. Deswegen hat es mich jetzt nicht so sehr gewundert, dass Brandon Fairclough nicht so wahnsinnig viele Punkte für seinen Lauf bekommen hat, weil um aufs Podium zu fahren, man auch in den letzten Jahren schon immer riesige Sprünge, hohe Drops und Tricks zeigen musste. Und zumindest die vielen hohen Drops und die ganz anspruchsvollen Tricks, die waren bei Brandon Fairclough nicht dabei. Das stimmt. Also es war auch kein, es wäre für mich auch kein Siegerlauf gewesen. Hm. Auf keinen Fall. Und gehört für mich auch tatsächlich, muss man sagen, nicht in die Top 3. Aber ja. Mich hat es halt wirklich gewundert, wenn man sich, also wenn ich mich jetzt recht erinnere, hat der, ist Brandon Fairclough mit dem Run der am schlechtesten bewertete Fahrer des ganzen Feldes gewesen, der nicht gestürzt ist. Ja. Also das er heißt, ist auf dem 10. Platz gelandet und hat 67 Punkte bekommen, 67,66. Normalerweise so eine 67er-Wertung ist so, ja, ey, bist ganz gut gefahren, schön, dass du heil unten angekommen bist. Du kriegst eine Siegerurkunde hier, bitte sehr. Lass mal die großen Jungs ran, stets bemüht, Teilnehmerurkunde. Ja, genau. Ja. Also ich sag mal, irgendwo, das ist natürlich jetzt im Endeffekt auch Wurst, aber ich fand es halt irgendwie eine Signalwirkung, die ich so ein bisschen schade fand, einfach, dass diese Kreativität, die hätte für mich einfach ein bisschen mehr gewürdigt werden können. Insofern, als dass er irgendwas so Ende 70er Punkte, irgendwie sowas. Also ich habe mir die, wir verlinken die Kategorien gerne nochmal im Forum. Ich hatte nochmal rausgesucht, in den Shownotes, ich hatte nochmal rausgesucht, nach welchen Kriterien bewertet wird und mit welchen Punktzahlen. Und natürlich, wie gesagt, man macht ja extra Lehrgänge für diese ganze Jury-Sache und das ist definitiv nicht einfach. Ich will das genauso wenig machen wie den Videoschiedsrichter bei der Bundesliga in Köln sitzend. Aber so von meiner eigenen Bewertung wäre wahrscheinlich irgendwo Ende 70er Punkte gelandet oder so. Also ich finde diese 67 fand ich halt einfach irgendwie, man hat es gesehen, als er die Punkte gesehen hat im Ziel, dem ist auch alles aus dem Gesicht gefallen. Ja, so die Kinnlade runtergeklappt. Ja, das war schon hart. Aber wie gesagt, die anderen Runs... Er ist dann auch nicht mehr zum zweiten Lauf angetreten. Ja. Einerseits, weil er nicht das Gefühl hatte, noch den Lauf verbessern zu können und ich glaube andererseits war er auch so ein Stück weit frustriert. Stimmt, und da kommt so das ganz große Problem an dem Format von der Red Bull Rampage zum Tragen, nämlich Brandon Fairclough ist als einer der ersten Fahrer auf die Strecke gegangen. Ja. Und ich glaube zu dem Zeitpunkt, oder war er der erste Fahrer, der überhaupt einen, ja, er war der erste Fahrer, der überhaupt einen Lauf ins Ziel gebracht hat. Also der erste Fahrer, der überhaupt richtig bewertet wurde. Und die Juroren müssen sich ja auch irgendwie einpendeln. Und wenn sie direkt schon Brandon Fairclough für den Lauf 94 Punkte geben, weil sie meinen, ja, das war jetzt ein überragender Lauf, kann man nichts dran aussetzen, dann ist die ganze Spannung des Wettbewerbs weg, weil ziemlich wahrscheinlich kein Fahrer mehr an diese Wertung rankommen wird. Wenn sie ihn zu niedrig bewerten, dann beschweren sich hinterher die Leute. Deswegen hat man als Fahrer, der früh starten muss, schon einen gewissen Nachteil, der sich, glaube ich, nicht wegdiskutieren lässt. Aber wie soll man es anders machen? Also, wie gesagt, es ist halt wahnsinnig schwierig, aber die haben natürlich auch... Man weiß ja nicht, was die anderen Fahrer noch zeigen. Ja, ich glaube, zum Großteil wissen es die Judges ja schon. Das heißt, die, wenn man sich das Interview, zumindest das etwas ältere Interview von Tibor Siemer nochmal durchliest, die Juroren, die klettern ja genauso in den Berg, die sprechen mit den Fahrern, die wissen eigentlich relativ genau, was die Fahrer machen werden. Also ich sag mal so, Das sind ja auch alles Leute, die die Ahnung von der Materie haben. Also ja, teilweise eben, das sind ehemalige Nico Fahrer Wink. Oder professionelle Juroren, also die haben schon richtig Ahnung, muss man jetzt eben nicht meinen, dass das irgendwelche Hanswürste sind, die zum ersten Mal dieses Fahrradfahren sehen. Ja, also wenn Cam McCall, der das Ganze in der englischen Ausgabe moderiert hat,
oder in der englischsprachigen Kommentatorenausgabe moderiert hat, wenn der schon weiß hier, also der wusste eigentlich genau, was kommt, er wusste über jede Linie Bescheid, er wusste, welcher Trick wahrscheinlich jetzt kommt und welchen Trick man wahrscheinlich erst im zweiten Lauf sehen wird. Also wenn der so gut informiert ist, dann sind die Judges auch so gut informiert über die Läufe. Ja. Und dann denke ich halt, okay, sie sehen die Runs, das heißt, es muss für sie ja schon vorher, eigentlich wissen sie grob schon vorher so eine Marschrichtung, wo es hingeht. Und ich denke, dann, ja, finde ich, wie gesagt, fand ich einfach diese Punktzahl schwierig. Ja. Ich habe ein interessantes Video gesehen. Noch ganz kurz, weil eigentlich bin ich komplett bei dir, dass Brandon Fairclough zu niedrig bewertet worden ist. Ich kann auch seinen Ärger nachvollziehen. Ich habe allerdings im Video gesehen, ein Highlights-Video auf einer anderen Mountainbike-Website. Weiß nicht sowas genau, gibt's? Wie die heißt. Ja. Nee. Und da ist das Riders Meeting vorm Finale zu sehen, wo nochmal so eine Ansprache vom Organisator kommt, nochmal alle Fahrer eingestimmt werden. Ist so oder so ziemlich sehenswert, weil wenn man da echt so die Anspannung in der Luft zum Greifen nah spürbar sein wird. Ihr wisst, was ich meine. Und da sagt auf jeden Fall dieser Mann, dessen Namen ich nicht weiß, der aber mit Sicherheit sehr wichtig ist, sagt, passt auf, ihr bekommt eine Punktwertung für euren Lauf. Das ist halt so, ihr bekommt zwischen 0 und 100 Punkte, aber es ist nicht so entscheidend, dass ihr genau die richtige Punktzahl bekommt, sondern dass wir am Ende die Reihenfolge, also die Rangfolge richtig haben. Und das finde ich auch in Bezug auf Brandon Fairclough eigentlich einen sinnvollen Ansatz. Ich meine, ja, ich stimme dir zu. Er hätte wahrscheinlich irgendeine hohe 70er-Wertung verdient gehabt. Aber so im Großen und Ganzen muss ich sagen, die Rangfolge im Finale, die passt. Brad Reeder auf 1, Andrea Lacondeghi auf 2, Ethan Nell auf 3, da sind sich, glaube ich, alle einig. Tom Van Steenbergen auf 4 hat er verdient. Thomas Genon auf 5, ja, passt. Tyler McCall auf 6, Kyle Strait, ich jetzt nicht ganz so stark gesehen, aber der hatte auch einen wahnsinnig guten Lauf. Ich finde, Platz 7 passt da auch. Und dann kommen noch Simon Gottschalk und Kurt Sorgi und Brandon Fairclough. Da könnte man jetzt drüber diskutieren, ob Brandon Fairclough am Ende hätte 7. oder 8. statt 10. werden müssen. Aber ich finde, das, was da auch den Fahrern vorab kommuniziert wurde, nämlich nicht die Bewertung ist entscheidend, sondern dass am Ende die Bewertungen zueinander stimmen, im Sinne von, dass die Reihenfolge stimmt. Ich finde, das ist gut gelungen. Ja, gebe ich dir recht. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, du lässt jetzt außer Acht, dass halt harte Stürze dazu geführt haben, dass die Bewertung so ist. Denn im Normalfall, wenn du davon ausgehst, dass zum Beispiel ein Brandon Salmonok, der jetzt eine 36er Punktzahl hatte, weil er halt zweimal am selben Sprung gestürzt ist, wenn der weiter vorne gelandet wäre, wenn DJ Brand seine Line runtergebracht hätte, wenn Carson Storch der unfassbare Läufe hätte. Ja, der war offen. Ja. Ja, also wenn die halt einfach vorne gelandet wären, dann wäre halt wäre Fairclough irgendwo wahrscheinlich eher so Richtung 13, 14 gelandet oder so. Und dann wäre auch für nächstes Jahr nicht gesetzt gewesen. Dann wäre der Ärger, glaube ich, richtig groß gewesen. Ja, das stimmt. Aber ja, okay, grundsätzlich klingt interessant, auf jeden Fall. Ja. Ein Vorschlag, den es gab, war, dass die Bewertungen vom ersten Lauf nicht veröffentlicht werden, bevor alle Leute ihren ersten Lauf hatten. Also, dass jeder seinen ersten Lauf macht und dann können sich die Judges ja schon mal ein paar Sachen notieren, so hey, das fand ich gut, das fand ich nicht so gut, das war jetzt ungefähr eine 72 oder so. Das klingt das ja nach Videobeweis. Nach dem ersten Lauf entschieden wird, ja genau, dass man sich dann auch nochmal anschauen kann, so hier ist der Lauf von Brandon Fairclough und hier ist der Lauf von Andrea Lacondeghi und die schauen wir uns jetzt nochmal genau nebeneinander an und entscheiden dann, wer wie viele Punkte verdient hat. Wäre das eine Sache, die sinnvoll wäre? Wie seht ihr das? Ich sehe da ein Problem. Und zwar könnte ich mir vorstellen, dass viele Leute bei sowas eher einen Sicherheitslauf einbauen in den ersten, um zu gucken, wo stehen sie denn jetzt mit diesem Lauf. Und wenn das aber alle machen, zerstört das diese erste Punktewertung komplett und dann sind wir wieder beim Start.
Das heißt, alle gehen erst, also in dem Sinne eine Sicherheitswertung machen, okay, denkst du, okay, die Sicherheitswertung, die das wissen sie ja dann wahrscheinlich. Wann wissen sie das? Wenn alle Leute durch sind nach dem ersten Lauf, wenn man jetzt was davon ausgehen würde, oder merken sie es ganz am Ende erst? Na, was ist denn, wenn du zweimal das machst, dass die Punktzahlen nicht sofort kommen, sondern erst am Ende? Ja, ja. Aber dann ist es vielleicht ist halt auch unspannend für den Zuschauer oder die Zuschauerin. Ich glaube, also ja, du das, hast halt so also, ein... Beim Rampage das gucken, es ist ja so, dass ja. Also, Rampage an sich finde ich jetzt nicht sonderlich interessant, außer man guckt es halt in der Gruppe. Also man macht ein Event draus. Mhm. Und da ist es schon sehr gut und sehr wichtig, dass die Punktzahlen halt gleich kommen nach dem Lauf. Also das habe ich immer genossen. Ich habe es jetzt dieses Jahr nicht verfolgt, ja. Aber zum Beispiel im letzten Jahr. Und das war super spannend, also zu warten, die paar Sekunden, bis die Wertung kam. Und wenn man dann irgendwie sich erst alle Läufe anschauen muss, dann vielleicht noch eine halbe Stunde warten muss, bis die ihre Videos zu Ende geschaut haben, weiß nicht, ob das nicht dann vielleicht langweilig wird. Also ich glaube, das ist ein super schwieriges Problem. Ja, Markus, sehe ich eigentlich genauso wie du. Also ich finde, es ist ein interessanter Ansatz, dass man erstmal die Bewertungen nicht veröffentlicht, aber hat dann auch wieder ganz schön viele Schattenseiten. Zum Beispiel, wenn dann nach dem zweiten Lauf Brad Reader und Atreo Lacondi, man merkt, die sind ungefähr gleich gut gefahren und dann beraten sich die Judges und am Ende gewinnt Lacondegui mit einem Punkt Vorsprung vor Brad Reader. Dann würden wir jetzt heute darüber diskutieren, ob die Judges von der Red Bull Rampage vielleicht Fahrer präferieren, die auch einen Red Bull Helm tragen und nicht diesen schönen Cliff Bar Helm, den Brad Reader aufhat. Also das wäre, glaube ich, auch nicht der richtige Ansatz, zumal ich komplett bei dir bin. Es muss irgendwie simpel und nachvollziehbar und direkt sein. Ansonsten kann man sich auch gleich den ganzen Wettbewerb sparen. Es ist auch für die Fahrer insofern wichtiger, weil sie dann nach dem ersten Mal wissen, okay, entweder, wie gesagt, also es wurde ja, die Idee dahinter ist ja unter anderem, dass die Fahrer halt jetzt nicht sagen, ja, okay, dann muss ich jetzt keinen zweiten Lauf mehr machen. Auf der anderen Seite ist es aber so, die Fahrer wissen, dann würden dann halt auch nicht mehr wissen, kann ich jetzt noch was verbessern oder ich muss jetzt nochmal richtig reinhauen für den zweiten Lauf, wenn ich jetzt Erster werden will. Und ein Reiz der Rampage ist auch irgendwo immer, dass viele dann doch sagen, okay, ich habe jetzt im ersten Lauf noch nicht alles gezeigt, habe jetzt aber die Möglichkeit, hier und da noch was drauf zu packen und gebe jetzt im zweiten Run halt nochmal richtig Gas. Was ich dazu noch Interessantes gefunden habe gestern, ich glaube, Remy Metayer hatte das geschrieben, auch auf Instagram, der hatte gesagt, ja, also zur Information, Remy Metayer ist 14. geworden und er überzeugt eigentlich, also er ist überhaupt kein Trickser, wenn man es mal so sagen kann. Ich glaube, er macht ab und zu mal so No-Hander, irgendwelche No-Hand-Tricks. Aber ansonsten ist er eigentlich eher so im Race-Modus unterwegs, bergrunter. Und er hatte bei Instagram geschrieben, dass er festgestellt hat, dass er jetzt irgendwie 8-mal Rampage gefahren ist und er ist noch nie wirklich hart oder ernsthaft gestürzt oder ist auch noch nie wirklich am Limit gefahren, weswegen er für nächstes Jahr definitiv mal aus seiner Komfortzone herauskommen will. Was ich bei sowas wie bei der Rampage schon beachtlich fand. Und er hat gesagt, ja, also er möchte eigentlich auch jetzt gerne mal vorne landen und hat deswegen halt gesagt, ja, mache ich das mal so. Also er hat geschrieben, I rode a Rampage line for years in a row and never crashed or got very sketchy, which makes me realize I don't push my riding enough. Next year I want to go out of my comfort zone to show you what I can really do down because I love that event. Also das finde ich schon interessant, dass er dann sagt, ja, irgendwie, ich hab gemerkt, ihr fandet das immer ziemlich langweilig, was ich gemacht habe. Nächstes Jahr gibt es halt mal einen richtigen Kracher. Also ich hoffe, dass er sich bei nichts zerschießt. Auf der anderen Seite bin ich sehr gespannt, was das wird. Markus, du hast eben gesagt, du hast die Rampage dieses Jahr nicht gesehen. Hannes, hast du dir den Stream angeschaut? Ich habe mir den Stream angeschaut. Wir haben tatsächlich auch mit Sierra Pale Ale angestoßen. Wir haben zu fünft geguckt. Und allerdings, es haben auch nicht alle bis zum Ende durchgehalten, weil das Ding dadurch, dass es erstmal zwei Stunden verschoben wurde, glaube ich sogar. 18 Uhr sollte es, glaube ich, starten, 20 Uhr ist es irgendwann losgegangen. Es ist wieder eine extrem langwierige Veranstaltung geworden. Und da muss ich auch sagen, ich weiß nicht, ob es an den 21 bzw. ich glaube 19 Fahrern am Ende gestartet, ob es an 19 Fahrern lag
es gab halt einfach unglaublich viele Runs und es hat sich leider etwas abgestumpft so im zweiten Teil. Also das war, ich hab's komplett geguckt, aber ja, die letzten 5, 6, 7 Runs hast du auch gesagt, ja, jetzt macht auch mal so. Also ich bin ganz froh, dass es keine Windpausen gab, weil das Event, glaube ich, war 4,5 Stunden lang im Endeffekt. Und das ist einfach dann, ja, es ist einfach zu lang. Also das ist mir aufgefallen. Aber ja, ich hab's geguckt und wurde auch entertained, aber irgendwie würde mir eine etwas kürzere Variante auch reichen. Ja, genau, darauf wollte ich nämlich hinaus. Der Stream, der hat so ziemlich genau 4 Stunden gedauert. Und dafür, dass die Rampage eigentlich jedes Jahr so das absolute Freeride-Spektakel ist, also der wichtigste Mountainbike-Wettbewerb der Welt, wenn man es so will, dafür ist dann der Stream eigentlich schon immer eine ziemlich langatmige Angelegenheit. Und ich finde, so die wirklich spektakulären Aktionen, die dann auch nachhaltig im Gedächtnis bleiben, also über die man sich noch 2, 3 Jahre später unterhält oder wo man genau weiß, hier 2013 hat der und der das und das gemacht, das braucht immer eine Weile, bis das sich so richtig rauskristallisiert, was da passiert ist. Also ich weiß gar nicht, ob man sich nächstes Jahr noch so gut an den Siegeslauf von Brad Reeder erinnern wird oder ob man da noch weiß, was Ethan Nell gemacht hat, um auf dem 3. Platz zu landen. Ich finde, es läuft dann doch immer sehr darauf hinaus, dass es sich auf einige wenige extrem spektakuläre Aktionen konzentriert und nicht so sehr auf den Komplettlauf oder die Siegesruns oder die Medaillen. Auf jeden Fall. Wenn ich mich so zurückerinnere, was sind so die Rampage-Highlights überhaupt, dann ist das für mich der 360-Drop von Cam Zink und der Backflip-Drop, die ja beide, glaube ich, nicht zum Sieg gereicht haben in den jeweiligen Runs, obwohl die Runs sehr, sehr gut waren. Dann ist es der Backflip von Kelly McGarry über den Canyon Drop. Dann ist es dieser Sprung in den Wallride rein von G. Atherton. Ich glaube, das war 2010. Das sind alles Sachen von G. Atherton. Boah, ja. Ja, genau. Ja, Stürze kommen dann natürlich auch dazu. Tom von Steenbergen, Frontflip. Ja. Crash. Das sind alles Sachen, mit denen die Fahrer nicht gewonnen haben, aber mit denen sie nachhaltig im Gedächtnis geblieben sind. Von daher bin ich gespannt, was sich da jetzt so gerade rückblickend betrachtet auf die diesjährige Rampage als die Highlight-Momente rauskristallisieren werden. Hast du da irgendeinen Favoriten? Was ist dir jetzt so am meisten in Erinnerung geblieben? Also mein Highlight ist tatsächlich der Run von Brandon Fairclough aus der Fahrerperspektive. Das ist, glaube ich, mein Highlight, weil einfach liegt vielleicht auch dran, dass es bisher, oder ich habe zumindest noch keine anderen GoPro-Videos gefunden oder gesehen, die hochgeladen wurden. Noch ein Highlight war auf jeden Fall der riesige Backflip von Tom van Steenbergen vom Super Sender. Das war so noch ein Highlight, wo ich sage, das ist halt das war so unglaublich hoch und dass er das Ding überhaupt gestanden hat, fand ich extrem krass. Und damit hat er auch den besten Trick gewonnen. Genau, ja. Und was mir noch in Erinnerung geblieben ist, ist der extreme, es ist so wirklich so im absoluten Hang-Loose-Style, der Suicide-No-Hand-Drop von Kyle Strait im zweiten Run, wo er einfach sein Fahrrad ganz lässig hat nach vorne kippen lassen und sich einfach fast zurückgelehnt hat und gar nicht drauf geachtet hat, ach, guck mal, das ist jetzt ein 12 oder 13 Meter tiefer Drop. Ich mache jetzt einfach mal den am meisten extended Suicide No-Hander, den ich jemals in meinem Leben gemacht habe. Und da suche ich mir den höchsten Drop zu aus, den ich je gesprungen bin. Und das, also das wurde, glaube ich, noch zu wenig bewertet, weil da gibt es auch, glaube ich, ich muss mal gucken, ob es das Video dazu gibt, aber das ist unfassbar, dieses Ding. Das fand ich auch. Der nimmt die Hände vom Lenker und 5 Sekunden später denkt man sich so, jetzt könnte er mal wieder nach vorne greifen. Oh, nee. Dann überlegt er sich noch, was soll ich mir heute Abend zu essen kochen und welche Aktien soll ich mir kaufen und überhaupt, ich müsste mal wieder einen Rasen mähen. Geh noch kurz zu Ikea. Und irgendwann nimmt er wieder die Hände nach vorne und landet eben diesen 12-Meter-Drop. Und das fand ich auch sehr beeindruckend. Ja, aber und ansonsten vielleicht, um das abzuschließen, den Lauf von Andrea Olaconderi, der ist
mir, glaube ich, am meisten im Gedächtnis geblieben, weil es ist sogar mein Favorit eigentlich noch vor Brad Reader gewesen, weil er einfach, er hat stark angefangen und ist aber immer krasser geworden. Auf einmal hat er Trick an Trick, 360 Drop, Backflip Drop, noch ein Backflip. Also das ganze Ding ist halt so krass geworden, immer weiter zum Schluss, dass ich gedacht habe, ja, das hat also, oben ziemlich verhalten gewirkt. Und ja. Dann, als hätte das Red Bull jetzt reingehauen, wie so ein Videospiel. Also, hier noch ein Trick, Sprung, Knopf. Kombo. Und es klingelt die ganze Zeit so in der Punkteleiste unten irgendwie. Also, so sah es aus. Ja, also, das wäre mein, wenn ich bei den dreien gesehen hätte. Also, die Sortierung wäre bei mir anders gewesen. Lacondery, Nell, Reader wäre so meine Top 3 gewesen. Aber das ist, also gerade diese drei, die waren so nah beieinander. Aber ja. Genau, was war denn dein Highlight, Moritz? Mein Highlight war, ich glaube, mein Highlight war der Backflip-Drop von Tom Van Steenbergen, weil der noch ziemlich unerwartet kam. Der war riesig, also wirklich riesig. Der hat völlig zu Recht den Best Trick dafür gewonnen und ist auch Vierter geworden. Er hat dann hinterher geschrieben, dass er den Drop ein bisschen zu sehr übersprungen hat. Also er ist einfach richtig unten in die Landung reingeklatscht und so hart eingeschlagen, dass ihm der Helm die Brille auf die Nase geschoben hat und er nichts mehr gesehen hat. Ja, stimmt. Und er hat dann irgendwie noch gesagt, das ist irgendwie, er konnte so gerade noch so rausfahren. Er hat gerade noch irgendwie was gesehen, es hat irgendwie noch geklappt. Ja. Aber auch nur so gerade so. Genau. Den 360-Drop von Carson Storch fand ich ziemlich gut. Schade, dass der keinen sauberen Lauf nach unten gebracht hat. Ich glaube, der wäre auch ziemlich weit vorne damit gelandet. Und so was die Technik oder den technischen Anspruch angeht, ist so ein 360-Drop, finde ich, noch mal ein bisschen heftiger als ein Backflip-Drop, weil du den wirklich perfekt landen musst. Ja. Und ich fand beide Läufe von Adolf Silva ziemlich beeindruckend. Auf jeden Fall. Der übrigens davon geredet hat, dass er einen doppelten Backflip von einem Drop zeigen will. Okay. Ja. Ja, wir hoffen mal, dass er sich nicht zerschießt. Also wollte er jetzt dieses Jahr schon bei der Rampage machen und ich glaube, wenn er den ersten Lauf ohne Sturz runtergebracht hätte und dafür eine gute Bewertung bekommen hätte, dann hätte er es im zweiten Lauf versucht. Ja. Und das, also, ja, muss man sich mal vorstellen. Also die Fahrer, die machen jetzt nicht nur Suicide No-Hander von 12 Meter hohen Drops, als wäre es halt einfach mal ein Lauf zum Aufwärmen, sondern reden halt drüber so Sachen wie Backflip-Drops oder 720s oder so auf dem Downhill-Bike in so einem heftigen, ausgesetzten Gelände zu zeigen. Das war vor ein paar Jahren, war es noch eine absolute Sensation, wenn überhaupt jemand einen doppelten Backflip auf einem Dirtsprung gelandet hat. Und jetzt wird es bei sowas wie der Red Bull Rampage gezeigt, oder es ist nicht ganz ausgeschlossen, dass es gezeigt wird. Das finde ich schon beeindruckend, wie da sich die Grenzen des Machbaren immer weiter verschieben. Ja, da sprichst du ein gutes Thema an. Grenzen des Machbaren. Also wir haben ja jetzt extrem viele Rampage gesehen in den letzten Jahren. Es gab jedes Jahr eine seit 2012, glaube ich. Davor gab es ein paar Pausen. Da wurde ja immer weiter an der Schraube gedreht, was irgendwie möglich ist. Da wurden diese riesigen Dinger gebaut, Oakley Sender, also diese riesigen Holzbauten. Dann dieses unglaublich große Canyon Gap, was auch mehr eine Mutprobe als ein Sprung war. Wie sortierst du die diesjährige Rampage an, was das Risiko anging? Also ich hatte das so ein bisschen das Gefühl, das ist jetzt eher eine gemäßigt, kann man bei einer Rampage nie sagen, aber im Vergleich eher humaner war und mit nicht ganz so viel Mutproben und dafür mehr Freeride drin war irgendwie. Ja, sehe ich eigentlich auch so. Also ich finde, man merkt, dass die Fahrer insgesamt erfahrener geworden sind, dass sie wissen, wie sie mit dem Gelände umgehen müssen. Ja. Es hat dieses Jahr, soweit ich weiß, auch enorm geholfen, dass es zwischendurch mal heftig geregnet hat, was einfach den Bau enorm erleichtert hat und die Sachen deutlich sicherer gemacht hat. Also mittlerweile wissen die Fahrer, wie sie die Sachen bauen müssen, damit es
funktioniert und damit man das alles gut landen kann. Und auch die ganz hohen, krassen Drops haben mittlerweile gute Landungen. Ich finde es sehr, sehr positiv, dass es keine schwerwiegende Verletzung gab, zumindest im Finale. Klar, im Training hat sich der ein oder andere Fahrer verletzt und dann gesagt, er geht im Finale nicht an den Start. Cam Sink hat sich die Schulter ausgekugelt, aber das sind für diesen Wettbewerb sind das alles Kleinigkeiten. Also das sind jetzt keine schwerwiegenden, gravierenden Verletzungen. Es ist alles gut ausgegangen. Die meisten Fahrer haben es auch geschafft, entweder einen sauberen Lauf ins Ziel zu bringen oder sind irgendwie weggerutscht oder haben eine Landung verpatzt und konnten deswegen ihren Lauf nicht beenden. Das finde ich sehr, sehr positiv. Man merkt schon, dass es jetzt nicht mehr diese ganz extreme Entwicklung ist, wie noch zu Beginn der Rampage, wo dann im ersten Jahr jemand einen 4 Meter hohen Drop gesprungen ist und im zweiten Jahr dann einen 8 Meter hohen Drop. Also du kannst es nicht, diese Entwicklung, die wird nicht exponentiell weitergehen, die wird Gott sei eigentlich Dank auch nicht linear weitergehen, weil es einfach nicht geht. Aber man hat sich mittlerweile einfach dran gewöhnt, dass das Niveau so stark ansteigt. Und wenn dann Brad Reeder ein Opposite 360 über einen riesigen Sprung auf einer Klippe zeigt und man denkt sich, ja, wird er sich jetzt halt einfach mal um die eigene Achse gedreht, kein großes Ding. Dann hat es, glaube ich, eher mit der Wahrnehmung des Zuschauers zu tun, als mit dem Fahrlevel, was da irgendwie stagnieren würde, weil das tut's nicht. Für unsere Leser oder Hörer, erklär doch mal kurz den Unterschied zwischen einem 360 und einem Opposite 360 und die Schwierigkeit, die das Ganze bedingt. Ja, also jeder Fahrer hat so eine Schokoladenseite, über die er sich am liebsten dreht, jetzt beim Sprung wie dem 360. Wie machst denn du das Fahrer am liebsten beim 360? Für mich ist das ist beides kein Problem. Du hast zwei Schokoseiten, ich kann immer nur nach rechts. Mhm. So. Ich bin ein Rechtsdreher auch. Ja. Also im Prinzip jeder hat eine bevorzugte Seite. Es gibt ja, also egal bei was jetzt, es gibt Linkshänder und Rechtshänder, es gibt Leute, die drehen sich bei einem 360 lieber links rum oder lieber rechts rum. Und man kann es im Prinzip beschreiben wie ein 360 links rum für Rechtshänder. Also du drehst dich einfach gegen deine natürliche Richtung, was es deutlich anspruchsvoller macht. Und mittlerweile haben die Fahrer das aber auch so drauf, dass das keinen großen Unterschied mehr macht, aber es ist nochmal eine deutlich höhere Schwierigkeit. Also ich denke, es ist ungefähr so, wenn ein Weltklasse-Tennisspieler einen Ass mit der anderen Schlaghand quasi machen würde. Also du sollst jetzt irgendwie einen Aufschlag machen, aber bitte mit der anderen Hand und der soll bitte genauso gut sein. Also es ist schon verdammt schwierig, glaube ich. Ganz so sehr finde ich es nicht, weil der 360 ja jetzt keine so intuitive Bewegung ist wie ein Tennisaufschlag. Also da gehört ja noch deutlich mehr dazu. Ich meine, die meisten Leute würden es ist so wie ein richtig gutes Fernschusstor beim Fußball mit dem linken statt dem rechten Fuß. Ich finde, Tennisaufschlag ist nochmal eine ja, nee, es macht eigentlich. Markus, bitte schneiden. Es ist, als müsste Markus jetzt rückwärts programmieren. Ja, müsste Markus diesen Podcast nur mit der linken Hand schneiden. Er müsste von unten nach oben schreiben und alles rückwärts schreiben. Ja. lassen wir diese ganzen Vergleiche. Wir halten fest, es ist sehr schwer. Und wenn ihr jetzt kurz in unseren Channel guckt, da habe ich Kai Strait beim IKEA-Einkauf nochmal während seines Drops gerade mal abfotografiert, um euch nochmal zu gucken, wie verrückt das aussieht. Ja. Gut. Verlinken wir natürlich auch in den Show-Notes. Verrückten Thema mit krassen Sportlern und unfassbaren Leistungen, nämlich der Winterpokal. Yay! Er hat nämlich begonnen. Und die meisten von euch wissen natürlich, was los ist, aber einer nicht, und das ist Moritz. Der ist nämlich immer noch nicht bei uns im Team, obwohl er uns das versprochen hatte vor zwei Wochen oder vor drei Wochen. Ja, ich weiß nämlich nicht, was der Winterpokal ist. Markus, erklär es mir doch bitte mal.
Genau, du hast sehr lange jetzt die Klappe gehalten, du darfst jetzt reden. Genau, wir hatten das ja in der letzten Folge schon erwähnt, dass der Winterpokal vor der Tür steht. Jetzt ist es soweit, seit dem, jetzt muss ich auf den Kalender gucken, am 29. Oktober können wieder Einträge gemacht werden für den Winterpokal. Das geht darum, einfach während der kalten Jahreszeit draußen zu sein, Sport zu treiben, natürlich hauptsächlich Radfahren, weil wir sind nun mal eine Radfahr-Website im weitesten Sinn. Daher gibt es auch für Radfahreinheiten die meisten Punkte. Genau, für jede Viertelstunde, die man draußen gefahren ist, bekommt man einen Punkt. Daraus bildet sich dann ein Ranking und man kann sich mit anderen Leuten schön vergleichen und schauen, wie man so in der Community steht. Um das ein bisschen spannender zu machen, kann man sich auch mit bis zu 5 Leuten in einem Team zusammenschließen und sich dann dort untereinander vergleichen. Ich mache das mit Hannes zum Beispiel schon seit ein paar Jahren, so auch in diesem Jahr wieder. Unser allseits bekannter Thomas ist auch bei uns im Team und genau, Moritz sollte ja eigentlich auch dabei sein, hat es aber wie gesagt noch nicht geschafft. Und man kann sich zum Beispiel selbst Ziele setzen, zu sagen, okay, ich möchte so und so viele Punkte am Jahresende oder am Saisonende haben oder ich möchte endlich mal besser sein als der Hannes. So viele Sachen sind möglich. Es gibt viele Statistiken und Auswertungen und man kann direkt aus Strava seine Einheiten importieren. Das macht es ein bisschen einfacher, spart ein paar Tippereien auf der Tastatur. Und genauer. Das war nämlich so ein, darauf kommt es natürlich, da kommt es ja nicht drauf an, aber die meisten Leute haben ein besseres Gefühl damit. Gerade habe ich das Gefühl, also viele, die ein bisschen picky sind, die im Winterpokal mitmachen und also gerade so in den Top 10 oder Top 20, gibt es immer so ein paar Leute irgendwie, oder früher gab es immer so Leute, die hatten unfassbare, krasse Fantasiepunkte so, die ersten 5 oder die ersten 10, wo du wirklich gemerkt hast, das glaube ich jetzt mal per se nicht und das ist mir egal. Und mittlerweile, ich habe jetzt noch nicht drauf geguckt, aber eigentlich wurde alles per Strava dokumentiert und das sind die meisten richtig guten Fahrer sind halt irgendwelche Leute, die wirklich komplett bekloppt sind. Zum Beispiel, im positiven Sinne natürlich. Ja, zum Beispiel IBC-User Bena, der, ich glaube, am Morgen des angefangenen Winterpokals schon 18 Punkte hatte. Der ist Mitternacht losgefahren. Genau. Ja. Völlig geil. Und 4,5 Stunden gefahren ist. Erstmal und aktuell läuft das Ranking also bei 42 Punkten ist Top 1 gerade. So, bei 4 Punkten pro Fahrtstunde kann man sich also ausrechnen. Stunden. Also was die Leute jetzt schon, heute ist gerade mal Mittwoch früh, also was die schon wieder auf dem Rad gesessen haben, Wahnsinn. Ja, ich habe gerade mal einen lockeren Fahrradpunkt und einmal alternative Sportarten. Tobi hat auch alternative Sportarten eingetragen, und zwar Go-Kart. Okay, das geht natürlich gar nicht. Gestern habe ich gerade gesehen. Oh, gut, Tobi wäre nicht Tobi, wenn er nicht immer solche Einträge macht. Das ist wie E-Bike, nur im Sitzen. Ja, genau. das ist, ich finde das immer wieder toll. Ich freue mich jedes Jahr aufs Neue auf diesen Winterpokal und bin jetzt auch total hibbelig und will am liebsten heute auch Fahrrad fahren bei dem schönen Wetter. Geht nur leider nicht, weil noch Sachen zu tun sind. Man beachte auch das Titelbild von unserem MTB-News-Team. Ja, es ist sehr bewusst ausgewählt. Genau, absolut, ja. Hast du denn, um das kurz abzuschließen, Markus, hast du denn ein Punkteziel dieses Jahr? Ja, na klar, man kann das ja einstellen in seinem Winterpokal-Profil. Genau, was ist denn neu? Sag doch mal die Neuheiten. Ja, hatten wir auch in der letzten Sendung schon mal kurz erwähnt. Jetzt zwischenzeitlich kamen sogar noch ein paar Dinge hinzu. Ich will erstmal mein Punktziel durchgeben, das sind nämlich 450. Das ist auch das, was ich mir letztes Jahr als Ziel gesetzt hatte. Das werde ich vielleicht im Laufe der Saison einfach nochmal anpassen, mal schauen. Aktuell bin ich drunter. Ich muss noch bis zum Ende des Winterpokals im Schnitt 2,9 Punkte pro Tag erreichen. Das heißt, eine Dreiviertelstunde Fahrradfahren jeden Tag ist das ausgerufene Ziel. Dein Ziel ist wie hoch? Ich habe es mir zu hoch gesetzt. Dieses Jahr, glaube ich, wieder ist aber das gleiche Ziel der letzten beiden Jahre 550.
Bedeutet halt, dass es so knapp 4 Punkte pro Tag sein müssen, also eine Stunde, was ja ambitioniert ist. Mit, vor allem mit Familie und kleinen Kindern und so, ne? Da, das ja, es ist, ist, nicht, ich hab, ist nicht so leicht. Ich habe mich auch gestern im Winterpokal-Spirit tatsächlich nochmal aufs Rad gesetzt. Es waren halt, wie gesagt, 5 Grad und Nieselregen und Sturm. Und ich musste eh einkaufen, habe ich gesagt, okay, machen wir es ein bisschen schwieriger. Habe unseren größeren Sohn noch gefragt, ob er Bock hat mitzukommen. Wir haben den Dick eingemummelt und dann kam der hinten aufs Rad drauf. Mhm. Und dann sind wir eine Dreiviertelstunde durch die Kälte gefahren. Super. Hat irgendwie schon Spaß gemacht auf jeden Fall. Also wenn man dicke eingepackt ist, dann ist das in Ordnung. Aber ich würde mir trotzdem für die kommenden Punktzahlen irgendwie besseres Wetter und normales Mountainbiken wünschen. Mhm. Aber so kann man sich auf jeden Fall mit so Zusatzgewicht kann man sich auch gut kaputt fahren, auf jeden Fall. Ja, nee, so soll es ja auch sein. Extra Punkte gibt es natürlich nicht dafür. Nein, Radfahren gibt's nicht. Ist Radfahren. Genau. Ja. Nee, ja, auf jeden Fall, es wird ambitioniert. Ich bin aktuell auf User-Ranking 526. Mhm. Aber ja, wir werden Ahnung sehen, wie es läuft. Keine Ahnung, ich bin bei 1000, wie immer. Ja. Letztes Jahr habe ich abgeschlossen als 881. Also die Top 1000 ist auf jeden Fall wieder das ausgerufene Ziel. Woran man auch erkennt, wie viele Leute da wirklich ernsthaft mitmachen, das ist echt immer geil zu sehen. Ja. Bei Rennrad News gibt es das ja auch, da ist das sogar noch aktiver im Vergleich zu MTB News. Ich glaube, die Rennradfahrer an sich nehmen die Sache auch nochmal ein bisschen ernster mit dem Training und im Winter und so. Und ich erinnere mich da, das hatten wir, glaube ich, letztes Mal schon geklärt, dass wir das Datum verschoben hatten vom Ende des Winterpokals. Ja, genau, das gab es in der letzten Episode. Ja, und wenn ihr die... Also was, Entschuldigung, ich wollte dir nicht reingehen. Nee, kein Problem. Wenn ihr, ich wollte jetzt die Hörer nochmal direkt ansprechen, wenn ihr Lust habt, natürlich mitzumachen, ihr könnt immer noch Teams eintragen. Bis wann kann man Teams eintragen, Markus? Ja, jetzt noch fast 2 Wochen, bis zum 12. Also bis zum 12. müssen sie feststehen. Also bis inklusive 11. November können noch Teams gegründet werden und Teammitgliedschaften gemacht werden. Und also ist noch fast 2 Wochen Zeit jetzt. Ja. In einem Team, das ist der Tipp, in einem Team macht es deutlich mehr Spaß. Also sich da zu motivieren, das ist großartig. Man muss die Leute auch nicht mehr unbedingt kennen. Man kann da jetzt auch einfach sich übers Forum oder so andere Leute suchen. Und das ist ja eine rein virtuelle Sache. Und wenn ihr Lust habt, ihr könnt das Ganze, ihr könnt eure Winterpokal-Bilder, die ihr auf den Touren macht oder so, wenn ihr welche macht, auch gerne verhashtaggen bei Instagram mit Hashtag Winterpokal und da gibt es aktuell über 12.000 Einträge schon, habe ich gesehen. Echt? Mhm. Krass. Richtig krass. Ich hab das die letzten Tage irgendwie mal gegoogelt, nicht gegoogelt, 12.552, Wahnsinn. Ja. Hammer. Also das heißt, es wird aktiv genutzt und es ist, finde ich, ganz cool zu sehen, da mal reinzugucken, wobei sich die Leute halt irgendwie dann immer fotografieren, wo sie unterwegs sind. Ja. Ach, hier sehe ich schon im Crosser durch die Nacht. Geil. Oh, herrlich. Mountainbike im Schnee. Alles zu sehen hier. Mhm. Laub im Wald. Cool. Ja, die Neuigkeiten sollte ich ja noch aufzählen. Genau. Da kam sogar noch was dazu im Vergleich zu dem, was ich in der letzten Episode erwähnt hatte. Da gab es ja den Hinweis darauf, dass die Rankings jetzt deutlich flotter berechnet werden, dass alles deutlich performanter ist. Das hat sich bestätigt, so wie ich mir das gedacht hatte, funktioniert das richtig gut. Die Archivfunktion kann man hier noch erwähnen. Man kann sich jetzt alle Einträge aus allen Winterpokalen, an denen man teilgenommen hat, anzeigen lassen und auch als CSV runterladen. Ich hatte seit der letzten Episode noch 2 Sachen eingebaut. Das eine ist ein Favoritenranking. Man kann sich ja im Winterpokal so beliebige Leute als Favorit markieren und dann einfach mal zu gucken, was macht jetzt der oder diejenige, die ich irgendwie aus dem Forum kenne, die jetzt aber vielleicht nicht bei mir im Team sind, einfach um so ein bisschen so den Überblick zu behalten. Oder auch wenn man mit mehr Leuten als in ein Team reinpassen, sich vergleichen möchte, zum Beispiel jetzt irgendwie als Radsportclub oder so, da sind die Favoriten sehr gut geeignet und es gibt jetzt auch ein Ranking für sowas, nur über die eigenen Favoriten geht. Da gibt es aktuell noch ein Problem, dass sich das nicht so richtig aktualisiert, das werde ich aber heute beheben. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Podcasts funktioniert das dann wunderbar.
Das war übrigens ein Wunsch, der aus der Community kam. Ja, haben wir sofort umgesetzt. Also, wenn ihr da draußen Ideen habt und Verbesserungsvorschläge, immer her damit. Einfach in die Kommentare schreiben. Wir bauen das gerne um, sofern es sinnvoll ist. Das meiste ist tatsächlich sinnvoll. Jo, und die letzte Sache, die hier noch dazu kam, man kann jetzt sein Team auch wieder löschen. Wir haben immer so ein paar Anfragen beim Support. Ja, ich habe mir hier, ich habe ein Team gegründet, wollte aber eigentlich woanders mit und bisher gab es nicht die Möglichkeit, sozusagen selbst das Team wieder zu löschen. Das ist jetzt eingebaut. Das spart unserem Support-Menschen Sandy ein bisschen Arbeit. Der musste sich nämlich immer darum kümmern. Und jetzt können die Leute das selbst machen. Findet man bei dem eigenen Team unter dem Bearbeiten-Link. Da gibt es dann unten einen Löschen-Button. Und damit ist das Team dann weg und man kann woanders Mitglied werden. Ja, das waren so die Neuerungen bisher. Ich denke mal, im Laufe der Winterpokalsaison kommt da noch mehr dazu. Ich habe eine Liste schon von Dingen, die ich noch machen möchte. Ich weiß nicht, wie viel davon ich jetzt noch in dieser Saison schaffe. Aber da geht noch einiges. Danke für die Infos. Das klingt auf jeden Fall danach, als ob der Winterpokal jedes Jahr noch viel besser wird durch diese ganzen Funktionen. Ja, absolut. Auf jeden Fall geil. Ich habe mir gerade mal kurz das Team-Ranking durchgeklickt und würde gerade einfach mal zur allgemeinen Belustigung noch ein paar Teamnamen vorlesen. Oh ja, das ist immer geil. Also es gibt die, gerade auf Platz 1 sind die MTB-Freunde Erzgebirge, auf Platz 3 sind die Bello-Biker, auf Platz 6 sind die Heulsusen-Resterampe. Dann haben wir auf Platz 8 Team Schienbeinfett. Die auf Platz 10 die Schneelefanten auf Platz 10. Auf Platz 14 das Schweinehund-Killer-Kommando. Dann haben wir auf Platz 18 BSFG Porsche Triathlon 2. Das heißt, es gibt Team 1 wahrscheinlich auch noch. Die Sachsenwald-Pioniere auf Platz 24. Gurkensalat auf Platz 28. Nur mit meiner Gondel auf Platz 31. Platz 34, 5 Siegerländer, jetzt wird's schmutzig. Auf Platz 41, Bike Components 1, Survival of the Fittest. Was haben wir dann noch? Eisenschweinkader, ESK, kennst du gut. Auf Platz 51. Ja, haut mal ein bisschen rein, Jungs, das geht besser. Ja, auf jeden Fall. Die Oettinger Allstars auf Platz 63. Die liegenden, die auf Platz 71, die polyamorösen Zwitterschnecken. ja, schön. Da sind ein paar schöne Sachen dabei. Es sind auf jeden Fall ein paar schöne Sachen dabei. Das ist, glaube ich, mein Favorit aktuell. Die polyamorösen Zwitterschnecken. Hm, sonst sowas? Stiftung Wadentest, fand ich auch gut. Platz 833. Enduro Schinken Redemption auf Platz 147. Ja. Ja, in dem Sinne, wenn ihr Lust habt oder wenn ihr beim Winterpokal selber schon mitmacht, liebe Hörer, dann schreibt doch mal in die Kommentare rein, was eure Ziele sind dieses Jahr, wie lange ihr schon mitmacht, was ihr geil findet oder was halt, wie gesagt, verbesserungswürdig wäre noch. Ihr merkt, Markus ist da immer drauf und dran und will es immer besser machen. Und es wird auch immer besser, von daher, ja, haut mal was in die Kommentare rein, wenn ihr das auch gut findet. Ja, und damit hätten wir das Thema Winterpokal eigentlich durch. Ja. Tja, sagt er. Ja, wir sind jetzt auch schon relativ, relativ fortgeschritten in der Zeit, sehe ich gerade. Und würden dann so langsam Richtung Ende gehen, glaube ich. Wie spät ist es denn? Sachen, heute ist ja schon 22:30. Oh, weia. Ja, ja, es ist schon 22:45. Moritz muss gleich los. 22:45 heißt das übrigens. Ja, 22:45. Es heißt auf jeden Fall nicht 22:30. Nee, es ist noch nicht 22:30, nee. Moritz hat einen Schock gerade gekriegt. Das war das Japsen im Hintergrund. Ja, lass uns doch mit Schaut, was ich gekauft habe, weitermachen. Unser beliebten Konsum-Kategorie, was ihr euch Neues gekauft habt, zum Beispiel. Ich habe schon wieder gesehen, Moritz hat sich wieder Zeug gekauft. Nee, aber im Wert eines Autos. Moritz, was gab es bei dir?
Hier mal bitte keine Autowitze machen, ich muss mein Auto bald abgeben. Das ist nicht lustig. Ja, ich kaufe mir ja nicht so viele Sachen, aber wenn ich mir was kaufe, dann kaufe ich mir besonders tolle Dann Sachen. richtig. Ja, ich habe mir Flugtickets nach Kolumbien gekauft. Samstag geht's los. Geil. Deswegen werde ich jetzt die nächsten Wochen nicht da sein und stattdessen ja, mir mal ein bisschen den Norden Südamerikas anschauen. Wie lange bist du denn jetzt eigentlich weg? Ich könnte jetzt einfach Ich in den bin Kalender jetzt. schauen, aber ich frage einfach, dachte ich, Ja, ist könntest leichter. einfach in den. Schau bitte in den Kalender. Nee, Okay, ich bin danke. 3 Wochen weg. Oh, geil. Jetzt, wo die Saison vorbei ist und die Weltcups Geschichte sind und erstmal keine größeren Events anstehen, ist der richtige Zeitpunkt für ein bisschen Urlaub. Schön. Klingt auch ein Flugticket nach Kolumbien. Das klingt so ein bisschen, weil ich muss jetzt weg hier. Ich muss jetzt schnell irgendwo in den Süden. Ja. Schnell irgendwie Ja, Flug. jetzt, wo das Wohin Wetter hier so hier? mies ist. Bahamas oder Na, Kolumbien? nach Marokko oder was? Wir haben immer noch kein nichts gespielt heute, Markus. Ja, wir Kein spielen nie einziges. was. Unfassbar. Das geht gar nicht, ey. Jetzt Hey, wartet da ihr haben wir drauf, ne? dieses. Da haben wir ein Soundboard, wir können YouTube es einspielen, es ist noch nichts gekommen. Ja, stimmt. Naja. Ich habe mir auch was Moritz, gekauft. ja. Bücher von Marc-Uwe Kling. Das neue Buch vom Känguru, die Känguru-Apokryphen. Und Quality Land, ein weiteres Buch von Marc-Uwe Kling. Und das war's von mir. Markus, was Das gab's sind bei auch dir? so Page-Turner, die hast du an einem Abend irgendwie auch durch, ne? Das ist so geil geschrieben. Ja. Dir gefallen. Ich habe mir nichts gekauft, aber ich denke seit geraumer Zeit, ungefähr seit einer Woche, wieder drüber nach, mir wieder eine neue Kamera mal zu kaufen. Wir hatten ja vor 2 Folgen das Thema Fotografie und so, und da hatte ich ja erwähnt, dass ich noch meine alte Nikon D300 habe, die ist jetzt 10 Jahre alt geworden, was bei Kameras einfach mal ja, Greisenalter ist und oder noch mehr, eigentlich schon tot. Ja, die lag halt immer sehr lange rum, und ich habe dann doch meistens die kleine genommen, die Olympus, die spiegellose, weil sie einfach portabler ist. Und ich war jetzt letzte Woche Donnerstag und Freitag in Dresden, einfach mal so 2 Tage zu Besuch, ein bisschen Museen gucken, ein bisschen Stadt anschauen und so, übrigens sehr empfehlenswert. Und da hatte ich die Spiegelreflex mit und habe irgendwie wieder so richtig Freude dran gefunden, mit dem Teil zu arbeiten. Und ja, jetzt überlege ich mir, ob ich da mal update und mir eine neue kaufe. Oh, die Entscheidung, die reift so, die ist noch nicht endgültig, und das ist ja doch immer eine relativ hohe Investition, wenn man jetzt nicht irgendwie so das links oben Hobbymodell will. Vielleicht gibt es da dann Updates in einer der nächsten Episoden, ob oder ob ich es nicht gemacht habe. Ja. Von daher setze ich einfach mal aus mit den Neuerwerbungen in dieser Woche, in dieser Folge. Er solltest du auf jeden Fall machen. Ja, ich weiß. Es ist einfach auch schade hier. Die ganzen Objektive, die stehen einfach so rum. Und ich hatte letztens auch noch bei der Schule gab es einen Staffellauf, und da hatte ich mich bereit erklärt zu fotografieren. Und da hatte ich wieder dieses 70-200 da drauf. Auch, und das ist einfach geil, was da rauskommt an Bildern. Das hat mich so ein bisschen, zusammen mit dieser Dresden-Reise, hat mich das so ein bisschen getriggert. Und ja, wahrscheinlich werde ich mir genug Gründe zurechtlegen, die das irgendwie rechtfertigen, das Geld auszugeben für eine neue Kamera. Naja, ich halte euch auf dem Laufenden. Ja, das solltest du wirklich tun. Bei mir reift der Gedanke eines neuen Rahmens, aber da sage ich jetzt noch nicht weiter zu. Das wird wahrscheinlich dann frühestens Richtung Weihnachten oder sowas werden. Das muss auch erstmal reinkommen, aber für nächstes Jahr würde ich mir gern ein anderes Fahrrad. Ich baue mir sehr gerne Fahrräder auf. Ich mag diesen Prozess von Fahrrädern nicht einfach kaufen, sondern irgendwie die Teile kaufen und aufbauen. Und dann geiles Rad irgendwie wieder haben. Und Und dann bei der Red Bull Rampage 2019 mitfahren. ja, wenn ich einen Startplatz bekomme, dann auf jeden Fall. Und Ja. dann werde ich Remy Metallier auch mal zeigen, wo die Comfortzone liegt. Nein, ich würde tatsächlich, also irgendwann würde ich gerne mal, und da wären wir wieder beim Thema Fotografie, irgendwann gerne mal zur Rampage
aber ich glaube tatsächlich, dass den meisten Leuten immer noch nicht so ganz klar ist, was das, wie krank das eigentlich ist. Also man sieht zwar diese ganzen Aufnahmen, man sieht die Videos und das, wo es mir am meisten aufgefallen ist, wenn du ein GoPro-Video siehst, ein GoPro-Video spiegelt oder bildet etwas, gerade beim Fahrradfahren, immer viel, viel leichter ab, als es eigentlich ist. Ja. Also GoPro kann immer Geschwindigkeit, das wird immer sehr gut angezeigt, einfach durch diesen krassen Weitwinkel. Aber jeder Trail sieht erstmal ziemlich glatt planiert aus. Und wenn wenn auf einer GoPro das Ganze so unfahrbar aussieht, dann will ich nicht wissen, wie es im Real Life dann da aussieht, wenn du daneben stehst. Also es muss, also man kann das einfach nicht höher einschätzen, was die da eigentlich machen. Und von daher, irgendwann muss man sich das sicher mal angucken, aber mitfahren, no way. Auch ich würde auch nicht den Hiking-Pfad, der da an der Seite hochgeht, wahrscheinlich würde ich nicht mal den runterfahren, ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist schon sehr, sehr bekloppt. Ja. Das war jetzt so eine Pause, die man mit hier diesem Plugin ganz gut auch noch macht. Genau. Mit einer vernünftigen Podcast-App wäre das jetzt einfach null. Aber die können wir ja drin lassen zur Demonstration gemerkt. Einfach genau. Mal. Ja. So ist es eigentlich. Eigentlich reden wir 8 Stunden. Ja, nee, das ist wirklich das Schöne ist, die Apps zeigen dir dann an, wie viel du in der jeweiligen Episode schon übersprungen hast damit. Und da kommen Minuten zusammen. Das ist unglaublich. Ja. Also denk mal nicht, dass das nur bei uns so ist. Ja, ja, auf jeden Fall, das glaube ich. Apropos zum Thema Podcast. Nee, bevor wir das machen, wie war das Bier? Wir haben ja heute alle uns wieder besoffen bis zum geht nicht mehr. Wie war denn euer Bier so? Ja, ich skippe, ich hatte ja Wasser, war okay. Moritz, wie war dein Bier? Da du einen Kona getrunken hast, hast du gebrochen? Was? Nee, Moritz hatte ja sein Review schon am Anfang der Sendung reingeschrieben. Ach so, ja, stimmt. Ja. Aber schon gesagt? Es war sehr, sehr lecker. Ja, ich meinte gerade nur so witzig, weißt du, wegen Kona und gebrochen und weißt wieso? Brechen die reihenweise? Ich habe da mal irgendwas gehört, dass es früher mal so gewesen sein soll. Mein Bier war auch sehr lecker, ich kann das empfehlen. Das ist California Feeling ist das. Reines California Sierra Nevada Feeling. Also nee, wirklich ein sehr gutes Bier und solltet ihr irgendwie ein Trinkgut laden, Vorsicht, Werbung wegen Markennennung, irgendwo in der Nähe haben. Es könnte sein, dass es relativ günstig, halbwegs günstig zu bekommen ist und nicht für 3,50 Euro oder so. Wir haben nämlich einen Laden, bei ist dem das... Ist das, was du mir mal vom Theater mitgebracht hast? Ja, genau. Ja, das gibt es nämlich hier im Späti gegenüber. Ja, genau, bei uns das gibt es nämlich hier auch. Und es kostet nicht viel, ich glaube 1,50. Boah, das ist sehr günstig. Ja, da kosten auch die ganzen Köhner-Biere 1,50. Die haben eine super Auswahl. Kann ich euch empfehlen. Ist geil. Der Bringer in Wiesbaden. Adresse suche ich raus. Ab sofort nur noch da kaufen, bitte. Also bei uns kostet es 1,90. Also alles unter 2 Euro kann man für das Bier auf jeden Fall ausgeben. Es lohnt sich sehr. Okay. Das war wieder so eine Pause, oder? Nein, war es gar nicht. Ich rede jetzt ohne Punkt und Komma und Strich und Satzzeichen und vor allem ohne Pausen, damit Markus Plugin für den Podcast, was die Pausen automatisch rauslöscht, nichts zu tun hat und man am Ende dann nicht sieht, wie viel Zeit man eingespart hat. Deswegen komme ich jetzt noch auf unsere Empfehlungen und deinen Ausblick. Ich kann auch direkt übernehmen zwischendurch, damit wir jetzt durchgehend einen Soundteppich haben. Das war jetzt übrigens Moritz gerade durch die Sprachsynthese. Wir müssen so weitermachen die ganze Zeit. Hannes, du musst einsetzen. Okay, ich kann übernehmen. Ja, ich nehme das also ein. Wir sind jetzt bei den Empfehlungen. Hannes, Moritz und Markus haben wieder mal Empfehlungen für euch. Ich habe unter anderem... So. Ich habe mal wieder einen Podcast, einen neuen gefunden, wobei der gar nicht mehr so neu ist, aber es ist die zweite Staffel jetzt gestartet. Den gab es letztes Jahr schon mal. Und zwar heißt der AWFNR, das steht für Alle Wege führen nach Ruhm, mit Joko Winterscheid und dem Fotografen Paul Ripke. Und die beiden unterhalten sich von planlos bis etwas geplanter über alles Mögliche. Und dabei ist immer eine Zeitverschiebung mit drin, weil Paul Ripke in Kalifornien lebt und Joko Winterscheid in Berlin.
Und daher ist immer einer so ein bisschen morgendlich gerädert und der andere super drauf, weil es abends ist. Und das Ganze habe ich jetzt die ersten drei Folgen der aktuellen Staffel mir mal angehört und habe gerade in der letzten Folge wirklich Tränen gelacht, weil gerade die erste Anekdote, ich verrate euch da noch nicht viel, sehr, sehr hörenswert war. Es geht um Paul Ripke und um Autos und es ist sehr, sehr lustig. Wir verlinken das Ganze natürlich in den Shownotes und kann man sich sehr gut anhören. Vielen Dank nochmal an unsere liebe Hörerin Sissy, die mir diesen Podcast empfohlen hat. Den ist auf jeden Fall auf meiner Liste drauf und werde ich jetzt öfter hören. Ja, genau. Und dann habe ich mir aktuell eine neue Serie angefangen. Sie trieft etwas vor Patriotismus. Das ist auch das Einzige, was ich negativ zu der Serie aktuell sagen kann. Ansonsten ist sie sehr spannend. Designated Survivor heißt sie, ist nicht mehr ganz neu. Aber jetzt in der dritten Folge zumindest auf jeden Fall noch ganz spannend. Es geht um einen amerikanischen Präsidenten und ja, hört sich schaut sich ganz gut bisher. Was habt ihr für Empfehlungen? Moritz, wolltest du nicht ohne Punkt und Komma reden? Jetzt wäre die Ach so, nee, Gelegenheit. ich wollte den Vortritt lassen. Oh, okay. Na, dann rede ich ohne Punkt und Komma. Ich hatte mir mehrere Sachen diesmal aufgeschrieben, nachdem ich in den letzten Folgen ja nichts hatte. Ich wähle trotzdem aber nur eine aus. Das ist eher ein Tipp und der hat sogar mit Fotografieren zu tun. Letztens war ich unterwegs und wollte mal von mir selbst ein Foto machen mit dem Telefon und hatte keine Halterung oder kein Stativ dabei und da war dann irgendwie die Überlegung, wie kriege ich jetzt dieses Telefon so positioniert, dass es nicht verrutscht und dann ja, dass ich eben aufs Fahrrad steigen kann und dann an dem an der Linse vorbeifahren kann, um ein Bild von mir zu erhalten. Und dann hatte ich versucht, das irgendwie hin mit dem Stock und so, und das hat alles nicht so richtig geklappt. Und dann schaute ich in den Rucksack und sah einen zusammengerollten Ersatzschlauch. Und da kam dann die Idee, klemm doch einfach das Telefon zwischen ja, so zwei Reihen von diesem Schlauch und probier mal, ob es geht. Und das war perfekt. Man konnte das einfach reinklemmen. Wurde schön gehalten durch den Gummi, der außen drum ist, also der Schlauch ging ihm nicht auf. Und das Ding ist eben so ja, plastisch, also genügend plastisch, um das so ein bisschen hinzubiegen, dass der Bildausschnitt einfach passte. Und ja, das ist so meine Empfehlung. Wenn ihr mal kein Stativ dabei habt oder niemanden dabei habt, der die Kamera oder das Telefon hält, dann einfach einen Ersatzschlauch nehmen und das da reinklemmen. Also alle, die noch einen Schlauch fahren. Na, einen Ersatzschlauch hast du ja Ich auch wollte gerade dabei. fragen, Schlauch, was ist das denn? Nee, hab ich tatsächlich nie dabei. Okay. Aber, also auf dem Rennrad ja, aber jetzt Nie. so, also auf der Hausrunde habe ich ihn nie dabei. Siehst du, ich habe oft genug schlechte Erfahrungen gemacht und habe deswegen immer einen Ersatzschlauch dabei. Ja. Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Klingt nach einem geilen Tipp. Muss ich auf jeden Fall tatsächlich mal ausprobieren. Weil vor dem Problem stehe ich auch relativ häufig. Ja, du hast gesagt, du hast Was ich mehrere Sachen. Hast du empfehlen? noch was? Nö, ich habe Was? gesagt, ich nehme dann eine davon und Ach dann habe so. ich fürs nächste Mal nämlich auch noch was. Ja. Wir haben auch nicht mehr so viel Zeit. Nee. Ja, deswegen ganz schnell meine Empfehlung. The Champions, eine tolle Serie auf YouTube für alle Fans von Fußball und alle Hasser von Fußball. Es ist sehr lustig. Eine Sendung geht ungefähr 5 Minuten lang. Es ist wirklich sehr lustig. Puh, Man sollte es sich anschauen. das ist aber schon ein bisschen überhalb meiner Aufmerksamkeitsspanne. Ja, aber schau es dir an. Ja, okay. Wird gemacht. Ja. Du fragst das nächste Mal ab. 5 Minuten echte Gefühle. Okay, wir haben noch einen Ausblick auf unsere nächste Sendung. Darf ich die Frage an die Hörer und Hörerinnen stellen? Ist das genehm? Na klar. Ja. Oder darf ich schon mal Du anteasern? musst doch hier nicht fragen, ob du fragen darfst. Mach doch einfach. Okay, abschließend noch eine Frage an unsere Hörer und Hörerinnen. Wenn ihr aufmerksam zugehört habt, werdet ihr festgestellt haben, dass ich jetzt erstmal für eine Weile weg bin. Deswegen werde ich in der kommenden Episode vertreten von einer kompetenten wie attraktiven Person des öffentlichen Lebens. Wer das ist, verraten wir noch nicht. Es darf fleißig spekuliert werden. Vielleicht ist es Aaron Gwynn, vielleicht aber auch nicht.
Und ihr habt die Möglichkeit, in den Kommentaren alle möglichen Fragen über MTB News zu stellen, weil es könnte sein, dass die Person eine Menge über MTB News weiß und vielleicht sogar von Anfang an dabei war. Deswegen alles, was ihr wissen wollt über MTB News, über die Entstehungsgeschichte, über das Forum, über die Art und Weise, wie wir arbeiten und so weiter, stellt sie in den Kommentaren. Ja, und wie ihr euren Usernamen ändern könnt. Genau. Spoiler, es geht nicht. Ja. Echt, geht das nicht? Genau. Nein. Nein, es geht einfach nicht. ja, was bleibt noch zu sagen? Moritz, lass dich, mach bitte nichts Dummes in Kolumbien. Bring mir ein Autogramm von Carlos Valderrama mit. Den habe ich mal live im Stadion gesehen. Das war das erste und einzige Länderspiel, was ich gesehen habe. Deutschland gegen Kolumbien in Frankfurt. Irgendwann so 97 oder so wird es gewesen sein. Vielleicht noch ein bisschen später. Und das Einzige, was mir in Erinnerung geblieben ist, ist die Frisur von Carlos Valderrama. It cannot be unseen. Nee. Ja, ich hoffe, ich werde ihn treffen. Ich hoffe, dass alle Kolumbianer so aussehen. Ganz bestimmt. Wie wir auch immer in Dirndl und Lederhose unterwegs sind. Ja. In Deutschland. Genau. Jetzt habe ich Hunger auf Sauerkraut. Oh, apropos, wie gesagt, auf jeden Fall alle Wege für nach Rom, die aktuelle Folge 2.2 gucken. Da geht es auch tatsächlich um Sauerkraut und Gulasch. Und Blitzkrieg ist ja auch immer noch so ein Ding, ne? Ja, das kommt Gott sei Dank nicht vor. Das wäre auch nicht zuträglich geworden, das zu erwähnen, bei dem Thema, worum es in dieser Folge geht. Aber jetzt auf jeden Fall deutsches Essen. Spannung aber sehr hoch gehalten. Du musst es dir durchhören. Moritz, hast du es gehört? Nein. Du hast auf dem Flug genug Zeit. Ja, genau. Hier, rauch dir lieber mal einen, dann ist die Sache viel entspannter. So, da passte gar nicht, ja, schade. Verklickt, egal. Was wolltest du denn? Jetzt musst du den richtigen auch noch machen. Nee, der ist hier gar nicht. Egal. Ohne Punkt und Komma. Wir sind durch, oder? Wir sind durch. Auf jeden Fall. Ja. Ja. Cool. Denke, Moritz, eine gute Reise wünschen wir dir. Danke sehr. Wir hoffen, dass unser Gast dich würdig vertritt in 2 Wochen. Stimmt. Und das hoffe ich auch. Freuen uns darauf, wenn du in 4 Wochen wieder pünktlich am Start bist. Genau. So, Moritz, dein Tipp. Wie viel Megabyte hat diese Episode und welche Spieldauer? 1,38, 69 MB. Okay. Wie immer. Alles andere wäre eine riesengroße Enttäuschung. Wir schauen mal, ob es klappt. Ja. Gut, in diesem Sinne, einen schönen Tag noch. Viel Spaß beim Zuhören. Ich hoffe, es hat euch unterhalten. Wie immer, lasst uns eine Bewertung da. Swipe nach rechts. Klickt doppelt drauf, dass das Herzchen erscheint. Bis zum nächsten Mal. Alles klar. Eure Tinder-Könige, Markus, Hannes und Moritz. Alles klar. Ich freue mich in 2 Wochen. Auf jeden Fall. Macht's gut. Haut rein. Bis dann. Ciao. Tschüss.